Hallo und herzlich willkommen bei Wir probieren. Heute mit Koks. Und einem Energy Drink. Hi. Zeig mir ja das Zeug. Koks. Pure White Energy. Dir geht's gut? Mir geht's super. Ich könnte Bäume ausreißen. Kommen die Nutten noch rechtzeitig? Hoffen wir's mal. Ja, es ist eine schwarze Dose und da drauf steht Koks in so einer Schrift, die vermuten lässt, dass es tatsächlich mit irgendwie Koks oder Pulver. Hin arrangiert wurde. Und dieser Strich unter dem Pure White, also unter dem Koks, soll wahrscheinlich eine Line darstellen. Finde ich vom Design her sehr genial. Sehr, sehr geil, ja. Ja. Machen wir doch gleich mal auf und sagen was zum Geruch. Kennst du von Nimm 2, die Nimm 2 Soft? Ja, genauso riechen die gelben. Ja, genauso riecht das. Ich weiß nicht warum, aber ich rieche halt irgendwie weniger. Ja, ich wollte gerade sagen, der ist interessant. Gell? Ich schenke mal, ich kenne den ja schon, deswegen schenke ich mal tatsächlich was ein. Ui, damit man reingewichst. Der ist nämlich tatsächlich weiß. Herrlich. Nette Idee. Wo kommt das Zeug her? Aus Deutschland. Ah, geil. Das hätte ich den Deutschen gar nicht zugetraut, dass sie so viele Eier haben und Getränke in komplett weiß und mit dem Namen Koks rausbringen. Aber ich muss schon sagen, das kickt mehr. Und obwohl das ein Molkeerzeugnis ist, er ist leicht süßlich, leicht säuerlich und hat so ein bisschen eben genau diesen Geschmack von den Koks. Zwei. Ja, nee, zum Koks ist auch noch was Lustiges. Hier ist ein Farbstoff drin, hier ist jeder genau welcher. Und dieser Farbstoff ist ein weißlicher Farbstoff, wie man ja sehen kann. Und dieser Farbstoff wird aufgrund seiner Pulverform auch zum Strecken von Koks verwendet. Also die Leute in der Fabrik hatten echt Humor. Ja, die hatten echt Humor. Die haben gesagt, was machen wir denn? Ach, wir koksen erstmal ordentlich und dann machen wir irgendwo noch einen Drink. Oh Gott, hat die Langeweile. Aber dadurch, dass es auch wieder über 50% Molke ist, ist der auch noch wieder pfannfrei. Ja, da steht auch dick fett made in Germany. Made in Germanien, ja genau, ich sehe es. Alu-Döschen, Surf-Chilled. Ja. Herrlich. Was ja eigentlich eher das Gegenteil von Koks ist. Chilled. Ach ja. Also der ist echt gut. Also wenn man nicht das Geld übrig habt, um euch irgendwelches Pülverchen zu kaufen, holt euch den vorher. Der ist echt top. Geschmacklich, farblich, ja. Abgerundet. Nicht zu viel Kohlensäure. Würdet ihr denn noch ein anderer geschmacklicher Vergleich einfallen? Also ich finde, diese nehmen zwei Soft oder diese kommen relativ gut hin. Oder generell solche Mawam, Mamba, so irgendwas. Das geht so in die Richtung. Eher aber hauptsächlich Mamba. Zitrus halt. Ja. Ja gut, die gibt es ja auch in Zitrus. Ja, ja. Ja. Und so ein kleines bisschen. Was so auch in die Richtung Himbeer geht. Ja, ein bisschen. Aber vor allem, kennst du vom, es gibt ja diese im Block, diese Zitronenkuchen. Ja. Das finde ich geht auch noch in die Richtung. Mhm, mhm. Also dieser eklige Fertigchemiekuchen, den man so beim Kaufland oder so kriegt für unter einem Euro, der Block zum Runderschneiden. Finde ich geht sehr in die Richtung noch. Ja, gefällt. Aber gefällt, also ist wirklich gut. Holt euch den mal. Koks weniger und sauft dafür mehr Energy Drinks. Mit Nutten. Genau, präsentiert bei Nutten. In diesem Sinne, Mahlzeit.